Guten Tag, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Besucherinnen, liebe Besucher. Hier bin ich mal wieder mit meinen Buchvorstellungen. An mich ist herangetragen worden, aus allen Seniorentreffs, ich möge doch bitte mal wieder einige Bücher vorstellen. Das mache ich natürlich gerne, weil, wie Sie ja wissen, ich selber auch sehr gerne lese. Und dann fangen wir einfach mal an. Ich habe Ihnen heute mitgebracht ein Buch von Mariana Lecky, was man von hier aus sehen kann. Ein ganz bezauberndes Buch, spielt auf einem Dorf und das Wichtigste in der Geschichte ist Selma. Selma ist schon etwas älter und immer, wenn Selma von einem Okapi träumt, dann stirbt jemand im Dorf. Das heißt, wenn Selma sagt, ich habe vom Okapi geträumt, steht das halbe Dorf bei ihr vor der Tür oder auch ist zu Hause, je nachdem, wer sich gerade betroffen fühlt. Bin ich es? Ist es mein Nachbar? Es führt zu vielen Verwirrungen und Verwicklungen. Es hat ja auch einen Grund, warum Selma das träumt, aber das möchte ich Ihnen jetzt nicht verraten. Es geht natürlich auch um die Liebe, es geht um die vergangene Liebe, es geht um eine bestehende Liebe, es geht um die Liebe im Allgemeinen und es geht um das Leben auf dem Dorf. Da wir hier in Ratingen sind, ist Ihnen ja sehr vielen von Ihnen auch das Leben auf dem Dorf vertraut. Wenn man so in den einzelnen Stadtteilen wohnt, ist das ja auch ein bisschen wie auf dem Dorf. Es ist humorvoll, es ist traurig, es ist liebevoll, es ist ein ganz wunderbares Buch, das ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Und das Sie natürlich hier im Seniorentreff Ost und im Seniorentreff Mitte ausleihen können. Das wäre meine erste Vorstellung. Bevor ich zu meinem nächsten Buch komme, möchte ich Ihnen zwischendurch noch zeigen, was ich gefunden habe beim Stöbern. Etiketten für Einmachgläser und Flaschen. Für die von Ihnen, die noch gerne einkochen oder sich auch mal aufgesetzten aufsetzen, habe ich gesehen, gibt es ganz wunderschön liebevoll gezeichnete Etiketten, die man dann auf den Flaschen aufbringen kann oder auf der Marmelade. Und ist natürlich auch ein tolles Geschenk, wenn da solche hochwertigen Etiketten draufkleben. Das wollte ich Ihnen mal zeigen. Kann man im Ratinger Buchhandel erwerben. Speziell in diesem Fall Peter und Paula. Dann habe ich noch mitgebracht, nochmal mein Küchengarten. Wir haben ja schon mal was dazu gemacht. Aber hier geht es darum, auf kleinstem Raum Kräuter zu ziehen. Also Sie müssen das ja, die meisten von Ihnen müssen das ja nicht mehr lernen. Aber hier gibt es nochmal so Hinweise, wie man auf kleiner Fläche, also auf Balkon und Fensterbank, wirklich gut wunderbare Kräuter züchten kann. Auch das können Sie sich bei uns ausleihen oder einfach mal anschauen. Dann habe ich natürlich nochmal einen Reiseführer. Wer von Ihnen mal nach Paris kommt oder noch mal nach Paris möchte oder vielleicht auch schon in Paris war, da habe ich eine tolle Leseempfehlung. Hier geht es nämlich nur um die Gärten von Paris. Da werden die Parkanlagen aufgezählt, wunderbare Gärten, auch mit ganz tollen Fotos dabei. Auch das ein Buch. Wer vielleicht selbst nicht verreisen kann, aber sich erinnert, ich war schon mal in Paris, für den ist das auch eine ganz tolle Empfehlung. Ja, und jetzt komme ich zu meinem nächsten Buch. Einige unserer Besucher und Besucherinnen werden das schon kennen, weil ich seit einem halben Jahr mit diesem Buch durch die Gegend laufe und immer zu sage, das müssen Sie lesen. Es ist ein fantastisches Buch. Es heißt, es ist ein englischer Titel, aber ich erkläre Ihnen gerade gleich warum, Stay Away from Gretchen, also auf Deutsch, halt dich von Gretchen fern. Stay Away from Gretchen war der Titel einer Broschüre, den die amerikanischen Besatzer, die Soldaten, in die Hand bekamen und wo genau beschrieben stand, warum man sich nicht mit deutschen Frauen einlassen soll. Also, Sie kennen den Begriff noch von früher, fraternisieren. Das war den deutschen Soldaten streng verboten. Wir alle wissen, hat super gut geklappt. Hier in diesem Fall heißt es Stay Away from Gretchen, eine unmögliche Liebe. Es beginnt in heutiger Zeit. Wir erfahren von einem bekannten Fernsehmoderator, dass seine Mutter erkrankt ist. Wir sehen auch, dass seine Mutter offensichtlich manchmal so ein paar Gedächtnislücken hat oder auch Dinge erzählt, von denen er gar nichts weiß. Ich möchte das nicht so weit ausführen, weil es wirklich wunderbar zu lesen ist. Wir erleben jetzt die Geschichte zwischen Mutter und Sohn, die sich allmählich aufschlüsselt und herauskommt eine ganz traurige Begebenheit aus den 50er Jahren.
viele von Ihnen werden sich an die 50er noch gut erinnern, aber auch das nicht wissen. Ich habe das nicht gewusst. Meine Mutter, mit der ich darüber gesprochen habe und die das auch gelesen hat, hat das auch nicht gewusst. Ich will das jetzt nicht vertiefen, weil sonst nehme ich Ihnen sehr viel weg. Ich möchte Ihnen das nur wirklich ans Herz legen. Es ist ein ganz wundervoller Roman im Heute und im Damals. Es geht um eine unmögliche Liebe, die es ja auch im Heute und im Damals gibt. Und es ist, ich sage jetzt, es hat mein Herz berührt. Ich habe kein anderes Wort dafür. Ich war total gerührt und berührt. Und ich kenne einige Besucherinnen, die das Buch schon gelesen haben und die genauso berührt waren wie ich. Ich lege Ihnen dieses Buch ans Herz. Sie können das leihen im Seniorentreff Mitte, im Seniorentreff Süd und im Seniorentreff Ost. Stay away from Gretchen. Eine unmögliche Liebe. Ja, und am Schluss, nein, nicht ganz am Schluss, halb am Schluss. Ach, bevor ich zu meinem neuen Lieblingsbuch komme, sehe ich gerade, die Lydia kommt. Die Lydia kommt. Die Lydia ist unsere neue Zweitkraft im Seniorentreff Ost. Tag, Lydia. Hallo. Und ich weiß, weil mit der Lydia habe ich natürlich auch schon über Bücher geredet. Und die Lydia liest gerne Krimis. Und viele unserer Zuschauerinnen lesen ja gerne Krimis. Und da habe ich hier was ganz Tolles mitgebracht. Achtsam morden. Also, der Titel ist ja schon ein bisschen lustig. Es hat auch Galgenhumor, das Buch. Aber es ist total spannend. Und ich denke mir, das ist genau das Richtige. Und sie werden sehr viel Spaß haben. Also Spaß und Spannung. Spaß und Spannung. Spannung, super. Also, das lege ich Ihnen ans Herz. Danke. Das können Sie auf jeden Fall lesen. Ich habe aber noch ein zweites. Ich habe hier noch einen Krimi. Madame le Commissaire, das ist, spielt in Frankreich, wie man unschwer am Titel hört. Das ist eine Serie und wir haben erstmal eins gekauft, das heißt Madame le Commissaire und die Spanische, hätte ich bald gesagt, die Panische Diva. Also, das spielt dann immer in der Provinz von Frankreich und mal in Paris. Wenn man Frankreich mag, das mag, dann werden auch viele Beschreibungen abgegeben. Auch es ist spannend. Und es ist schon so, es ist auch so eine richtige Mördersuche, aber es ist schon so, dass man lange überlegen muss. Das ist eher so ein bisschen psychomäßig, ne? Also, ne, aber wenig Blut, viel Psycho. Sehr gut. Sie sehen, wir haben hier mal ein paar Bücher aufgebaut, was Sie bei uns alles bekommen können. Wer den Zopf gelesen hat, der möchte auch dieses Buch lesen. Das ist der Nachfolgeroman. Wir treffen eine junge Frau wieder, die wir schon im Zopf kennengelernt haben. Den Zopf habe ich Ihnen ja auch sehr ans Herz gelegt und ich weiß, dass ihn auch viele schon gelesen haben. Und das wäre dann der Nachfolgeroman. Ein tolles Buch. Spielt in Indien. Oh. So, wir wechseln jetzt wieder die Seiten, Lydia. Dankeschön. Bitteschön. Und ich komme jetzt zu meiner allerletzten Empfehlung. Mein neues Lieblingsbuch. Eine Frage der Chemie. Hier geht es um eine Frau in den 60er Jahren, die hat Chemie studiert und ist auch ganz toll in ihrem Beruf und lernt dann einen anderen Chemiker kennen und die kommen auch zusammen, heiraten aber nicht. Das ist aber eher so, die Liebe spielt natürlich eine große Rolle, es ist ein bisschen auch ein Schauplatz des Buches, aber der größte Schauplatz des Buches ist, dass man als Frau in einem wissenschaftlichen Beruf in Amerika, ich nehme an, das war hier nicht ganz, wird es nicht so anders gewesen sein, keine Chance hatte. Die war unheimlich gut, also sie war eine ganz tolle Wissenschaftlerin, sie hat ganz tolle Dinge herausgefunden, aber sie ist immer von Männern ausgebotet worden. Es waren halt die 60er Jahre, Frauen waren halt für Hausfrau und Kochen und keine Ahnung was gedacht und irgendwann hat sie dann keine Arbeit mehr und dann begegnet sie zufällig einem Fernsehjournalisten und dann geht sie ins Fernsehen und wird dort Köchin. Sie kocht halt so im Fernsehen, aber sie kocht halt chemisch. Sie sagt halt nicht, wir nehmen ein Liter Wasser, sondern wir nehmen ein Liter H2O und erzählt ganz viele andere Dinge und wird dann die erfolgreichste Fernsehköchin in den USA. Und die Dinge entwickeln sich, sie kann auch nochmal als Chemikerin arbeiten. Aber im Grunde genommen geht es darum, wie schwierig es war für Frauen, die dann auch noch alleine waren irgendwann oder alleinerziehend waren in den 60er Jahren. Und das war hier ja nicht anders. Und wie schwierig es war, sich zu entwickeln oder sich auch durchzusetzen, beruflich durchzusetzen, privat durchzusetzen.
Es ist ein wunderbarer Roman, er ist ganz leicht geschrieben. Es ist nicht schwierig zu lesen. Es ist wunderbar. Okay, es gibt doch was zum Lachen, auch wenn viel Tragik drin ist. Und die Art und Weise, wie sie auch mit Menschen umgeht oder mit ihrem Hund, das ist einfach auch witzig. Sie hat auch eine Tochter, die kommt auch zu Wort. Es ist ein ganz fantastischer Roman, spielt in den 60er Jahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen Interesse hervorruft, weil ja viele von ihnen in den 60er Jahren auch jung oder Anfang 30 waren, genauso wie unsere Protagonistin. Bonnie Camus. Eine Frau, ich weiß nicht, Garmisch, kann ich nicht mehr lesen, keine Lesebrille auf. Eine Frage der Chemie, ein ganz fantastisches Buch, lege ich Ihnen ans Herz. So, und am Schluss, wir haben hier noch einen Roman, wer da Lust drauf hat, was ganz Witziges. Meine beste Freundin Gertrud heiratet, was es da alles zu organisieren gibt. Gertrud ist aber schon über 80 und natürlich wird die Hochzeit genauso organisiert, als ob wenn man 18 wäre. Es geht vieles schief. Hier müssen ja auch andere Dinge berücksichtigt werden. Wir wollen nicht hoffen, dass er sie über die Schwelle trägt. Ist für die Hüfte und so auch nicht so gut. Es gibt viel zu lachen, viel zu sehen. Renate Bergmann, man muss sich nur trauen. Was ganz Witziges, können Sie hier bei uns in Ost ausleihen. Habe ich gesagt, dass wir heute in Ost sind? Aber das sehen Sie ja auch, ne? So, gibt es sonst noch was? Ach ja. Total. Auf der Bestsellerliste ziemlich weit oben im Moment der Geschichtenbäcker, mache ich kurz. Frau, ganz traurig, begegnet Mann, der gut Geschichten erzählen kann. Mal schauen, was sich daraus entwickelt. Ein wunderbares Buch, ein leichtes Buch, ein schönes Buch mit viel Weisheit und viel Liebe, das einen glücklich zurücklässt. Der Geschichtenbäcker. Ein sehr schönes Buch. Kann ich Ihnen auch empfehlen. So, das war's dann eigentlich für heute. Die Lydia hat mir, wie Sie sehen, ein wunderbares Getränk bereitet. Mineralwasser mit Orange und Erdbeere. Da ich ja hier so schön in der Sonne stehe, trinke ich jetzt erstmal einen Schluck. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, unsere oder meine Buchvorstellungen haben Ihnen Spaß gemacht. Wenn Sie Rückfragen haben, rufen Sie gerne an. Aber wir blenden natürlich auch alles nochmal ein, alle Titel nochmal ein. Und ansonsten kommen Sie uns einfach besuchen. Hier können Sie sich jedes Buch leihen, was ich vorgestellt habe. Bis bald. Tschüss.